Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Icarus, der Folge mit der Eisbärenjagd. So, Sturm ist zu Ende. Da kommt ein Eisbär. Oh. Oh, der war gut getroffen. Oh. Der war ja mal richtig gut getroffen. So muss man die treffen. Jo. Nicht so wie die letzte Runde. So, 38 habe ich. 38. Okay, alles klar. So, dann mal gucken. 38 von 150. Hm. Ich habe Essen, Trinken, alles dabei. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch einer um die Ecke ist. Ansonsten müssen wir nochmal wieder zurücklaufen. Ein Eisbär kommt immer allein. Und hier ja sowieso. Stopp, halt. Okay, also hier ist kein Eisbär mehr. Also zurücklaufen. Eisbären, Eisbären. Kommt, ich will nur euer Fell. Gebt mir euer Fell und ich bin auch schon wieder weg. Ja, da liegt das arme kleine Ding da. Okay. Gut, das schaffen wir auch auf dem kleinen Stück hier. Ist halt nur ein bisschen Ausdauer und Geduld angesagt, ne? Da ist noch ein Eisbär. So, warte mal, wenn ich mich jetzt ein bisschen um den herumschleiche. Da kann man nicht so gut. Doch, 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 kann man. Jawohl, alles klar. Super, auch du liegst. Okay, ich hoffe, meine Flinte und so hält noch, ne? Ah, nochmal 16. Ja, 54. Sauber. Bin ja nur noch knapp 100, ne? Mal gucken, vielleicht schaffe ich es aber die Runde. Ich brauche nur hin und wieder hier meinen Eisbär. Aber das Gute ist, ne? Oh, warte. Meine Gemüsepastete. Ja, lecker. Vielleicht nehme ich auch nochmal ein Schlückchen Saft. Der gibt auch nochmal Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Ist jetzt richtig gemerkt? Nee. Max Gesundheit 300% Regeneration. Oh ja, das, der regeneriert denn gut. So, ist da unten vielleicht einer? Da ist keiner. Keiner zu sehen. Da 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 da. Da 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 da. Hier oben aber anscheinend auch keiner. Das ist ein Mammut. Nee. Dankeschön. Du gibst mir kein Eisbärenfell. Ja, logisch, ne? Du gibst mir ja, wenn, ein Mammutfell. Aber ich glaube, hier gibt es kein Mammutfell, sondern normales Fell dann wieder, ne? Lass uns mal gucken, irgendwo
Muss doch hier noch einer rumstreuen wieder. Da ist er. Da ist er. Hallo. So. Ah. Oh. Also mindestens einmal treffen die mich irgendwie immer, ne? Jawohl. Das ist schon manchmal... Da weiche ich nicht ganz so gut aus. Na du Kuschelbär. Eine Flinte ist aber auch bald kaputt. Okay. Zack. Oh, das sind 70. Aber ich hoffe, dass die Flinte jetzt einfach noch aushält. Jetzt nochmal nach oben rennen. Und dann will ich hier runter rennen. Das war jetzt so nicht geplant, ne? Nee, da unten sehe ich Coinen. Da unten vielleicht. Nee, auch nicht. Da, 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 da. Da 70. Da fehlen noch 80. Eventuell klappt's noch. Da ist jetzt ein Mammut. Da ist ein Mammut gespawnt. So, hier müsste ich jetzt gleich wieder an die Stelle kommen, wo es nicht weitergeht. Da ist auch ein Mammut. Ja, okay, alles klar. Ein bisschen schade, ne? Jetzt hätten die hier aufmachen können, damit man da noch ein paar mehr... und diesen Eisbären findet, ne, mal so eine schöne Strecke rumlaufen kann. Und vielleicht hätte ich da hinten ja auch sogar exotische Materie gefunden. Weil da ja auch die eine Mission war da hinten, ne. Schon lange her, die Mission mit der exotischen Materie. Aber da weiß ich noch ganz genau, die ist da hinten. Ums Eck, da hat man dann so, weiß gar nicht, was war es im Schnitt? Ich glaube 61. Exotische Materie bekommen oder so. Okay. Dann futtern wir mal wieder den da. Ja, 16:23. Dann laufe ich schon mal Richtung Hütte. Dann kann ich da die Nacht nochmal verbringen. Und dann den nächsten Tag hier starten, ne? Ja, ja, ja. Naja. Brüllt ihr mal, ne? Da, 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 da. Ey, zwei Eisbären gerade mal. Ah, die Mammuts, die hört man echt weit, aus weit, weit, weiter Entfernung hier. Aber weit und breit kein Eisbär hier. Hallo, wo seid ihr alle? Oder ist es, weil ich die nicht kaputt mache? Vielleicht kann die eigentlich... Ja, ja, dann weiß ich das so raus. Zack, dann ist er weg.
Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Es sind einfach, glaube ich, nur so 2 oder 3 Eisbären hier in der Umgebung. Und die brauchen auch Zeit, bis sie wieder neu spawnen, ne? Erledigt. Einer. Gibt's ja nur 8. Mal vielleicht da in der Ecke nochmal gucken. Da ist er. Da ist er. Nee, nicht hinterm Stein verstecken jetzt. Boah. Jawohl. Du liegst. Bitte gib mir nochmal so ungefähr 20 Stück. Das ist schon eine gute Ausbeutung hier. Ah, 14. Okay. Ah, warte. Ich schmeiß die mal raus hier so. Okay, dann müsste ich aber hier in der Ecke jetzt keinen mehr antreffen. Aber ich gehe trotzdem gucken. Nee. Hier ist keiner mehr, ne? Nee. Hier ist jetzt keiner mehr. Alles klar. Dann ab zur Hütte. Gleich 18 Uhr zum Schlafen. Schlafenzeit. Aber noch was essen. Den da. Wir suchen nach Eisbären. Watschel, 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 watschel. So, müsste bestimmt auch bald wieder ein Sturm auftreten hier. Ist meine Hütte eigentlich? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Hatte ich die nicht hier irgendwo hingestellt? Oh, das ist ja nett. Da habe ich meine Hütte verloren. Da. Voll dran vorbeigelaufen, ey. Mal aktivieren. Kurz was trinken, während ich es gerade warm habe. Und achso, ja, meinen Schlafsack hinlegen, ne? Ich habe hier extra keinen Spawnpunkt gesetzt. Weil ich denke, dass ich hier sowieso nicht sterben werde, ne? Aber klar, die Möglichkeit bestünde. Ah, super. Und gleich ein Eisbär vor der Haustür. Hallo. Ui. So, wie viele Fälle hast du denn drin? Wie viele gibst du mir? 10. Wie sparsam. Aber wir haben fast 100. Fast 100 haben wir zusammen. Und je nach Ausbeute noch so und so viele Eisbären. So, einer war vor der Haustür. Habe ich hier hinten vielleicht nochmal Glück, dass da nochmal einer ist?
Das Schöne an diesem Eisbiom ist, du hast natürlich keine Büsche, ne? Freie Sicht aufs ganze Tal hinaus. So, Mammut. Komm, zeig dich. Zeig dich. Bin auch ganz lieb zu dir. Ja. Vielleicht auch nicht unbedingt, aber... Ah, guck mal da oben. Da ist er. Da ist er. Komm her. Ist zwar noch sehr weit entfernt, aber es geht so. Jawohl. Sauber getroffen. Naja. Wie man halt treffen möchte. Was gibst du mir? 6. Boah. Das ist genau 100. 50 Stück fehlen mir noch. 50 Stück Filme noch, okay. Noch hält meine Waffe, meine Flinte aus. Gut, ich glaube, zur Not würde ich mir auch da drüben im Wald einen provisorischen Bogen bauen mit Beinpfeile, Knochenpfeile. Obwohl das natürlich nicht sehr gesund wäre hier. Aber ich glaube, mit ein bisschen rumtänzeln mit dem Bär würde es dann auch funktionieren, ne? So, nächster Bär, komm her, wo bist du? Zeig dich. Sei nicht so schüchtern. Weiß, dass du mich haben willst. Sehr, sehr spärlich. Ja, hier waren sowieso schon immer nicht sehr viele. Mal gucken, vielleicht da ist noch mal einer. Und du gibst mir jetzt bitte ein bisschen mehr Fell mit. Okay, warte mal, erstmal die Ausdauer tanken. Und jetzt... Oh ja, das war gut geschossen. Der hat gesessen, der erste Schuss. Ah, wieder nur 6. Oh. Sind sie aber gerade ein bisschen... zäh. Okay, das war dann der Eisbär hier in der Ecke. Müsste ich wieder zurücklaufen, ne? Würde ich da vielleicht nochmal wieder einfinden. Okay, nö, dann... Und wieder zurück in die nächste Richtung. Wird es noch ein Eisbär schaffen, mich zu fressen? Ja. Das müssen wir
Mal sehen. Ich werde es versuchen, nicht zu gefressen zu werden. So, da liegt der Kleine. So, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da liegt noch einer. So, sind nur noch 44 Fälle. Also der Nächste darf ruhig ein bisschen spendabler wieder sein. Erstmal gucken, wo der überhaupt hier rumlungert. Wo bist du? Da, da, da. Da, da, da. Hinter mir plötzlich? Ah ne, ist ein Mammut. Ja, aber plötzlich hinter mir, ne? Ein Mammut, okay. Er war eben noch nicht da und jetzt ist er da. Okay. So. Der liebe Eisbär, wo bist du denn? Da ist eine Höhle. Da bin ich gleich wieder außerhalb. Müsste eigentlich jetzt bald die Meldung wieder kommen. Da ist der, da ist ein Eisbär. Da ist er. Okay, nochmal kurz nachladen. Oh. Na, jetzt komm. Fall um. So, wie viele heute hast du Fellers drin? Hm? Wie viel gibst du mir? 4. Ach du heiliger Strohsack. 4. Boah. Das ist ja mal nix und meine Waffe ist bald kaputt. So ein Mist. Das sind jetzt 110. Sind noch 40, die ich brauche. Müsste vielleicht die nächsten paar Schüsse vielleicht ein bisschen besser treffen. So, dann hole ich mir den Eisbär wieder da vorne. Dann wieder zurück, dann wieder vor, dann wieder zurück, dann wieder vor. Hoffentlich nicht mehr ganz so oft. Aber ich möchte jetzt mit 150 Fällen nach Hause gehen und nicht weniger. Vielleicht ist der Nächste ja ein bisschen netter. Ich habe auch keine Ersatzwaffe mitgenommen. Na, nö. Überhaupt nicht. Da stehst du, da kommt jetzt nochmal ein Sturm, war klar. Dass jetzt nochmal ein Stürmchen kommt und mir da ein bisschen so in die Quere pustet.
vielleicht noch ein Bär, bevor der Sturm so stark wird. Da sehe ich schon den HP-Balken. Der ist sauber getroffen. Und jetzt? Ah, jetzt warte. Jawohl, okay, alles klar. Bitte, hab ein bisschen mehr Fälle als nur 4 oder 6 drin. Sechs. Das wird aber nichts hier. Ah, das ist jetzt ein bisschen mies, ne? Ich kann es auch hier nicht ab reparieren, ne? Weil muss ich zum Fabrikator gehen mit einem Titanbarren. Den habe ich aber nicht. Fälle. Das heißt, es sind 34 Fälle, die ja noch fehlen. Das ist nicht mehr viel. Das ist so gesehen nicht mehr viel. Und den kann ich mal ausschmeißen. Mist, ich hatte vergessen, die Tür zu schließen. Schlafsack kaputt. Okay. Ja. Kann passieren. Und aus den Fällen will ich natürlich jetzt keinen Schlafsack machen. Da könnte ich knicken. Geht auch gar nicht. Da brauchst du ein normales Fell. Aber ich glaube, ich brauche auch nicht mehr groß zu schlafen. Ich denke mal, das wird jetzt hier ganz gut funktionieren. Ich muss jetzt nur kurz den Sturm abwarten. Es ist ja gerade mal 11.13 Uhr. Und das sind nur 34 Fälle, die fehlen. Aber okay. Aber okay, ich würde sagen, die restlichen Fälle, die holen wir uns in der nächsten Folge. Und dann können wir wahrscheinlich wieder zurücklaufen in die alte Heimat und den Obstkuchen machen. Ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.